Und da habe ich mir überlegt, da bin ich nach La gefahren. Und da habe ich dann erfahren, auch in La, in der Kaserne suchen sie Schreibhilfe. Ich habe mit Schreibmaschine nicht große Ahnung gehabt. Also minimal. Habe mir aber immer schon, es hat früher Vorlage gegeben. Ich weiß nicht, wissen Sie das? Mit wo die Tastatur eingezeichnet war. Also, und da musste ich hin und da musste ich eine Prüfung machen. Also die haben mich gleich abgehört, mit Französisch und alles. D'accord, war alles gleich in Ordnung. Also jetzt Schreibmaschine. Oh Gott, das will habe ich, denke ich, einer hinter Trag stand, der hat mich sowieso nervös gemacht. Ach du lieber Gott, ein Glück, die französische Schreibmaschine hatten eine andere Tastatur. Ein Glück. Und da habe ich ja gleich gesagt, ja, die Tastatur ist anders, das muss ich mich erst einüben. Das prompt, ihr Französisch so gut, sofort, sie können sofort anfangen. Bin ich in ein Büro gekommen, da waren 5 Mädchen. Keine konnte Französisch, und zwar war das die Sektion Approvisionnement mal Technik. Das ist die Abteilung, die für die gesamte Besatzung in Baden die Einkäufe gemacht hat, für Autos, für also alles, was so gebraucht, Schreibmaschine, Flächedirektion, also die Kleinteile für das Auto, die große Lastwagen kaufen, die GMC, die Jeep kaufen, die Wartungen und das alles. Und da haben die breite Waage gehabt. Ich habe dann auch so eine breite Waage gehabt. Ich habe auch mitschreiben müssen. Ich habe dann schnell kapiert. Und im Übrigen, wenn was war, ist der Chef dann immer zu mir gekommen. Immer hat er mir dann, ich habe dann gleich eine gute Gehaltsstufe gekriegt und bin dann jeden Morgen mit dem Zug von Oschweier Bahnhof gefahren und habe dann müssen vom Bahnhof bis hinter in die Kaserne noch laufen. Wo ich mich vorgestellt habe, habe ich gedacht, mein Gott, ich muss auch mindestens ein paar neue Schuhe haben. Und habe mir mit dem einzigen Geld, was ich gehabt habe, ein paar kleine Stiefelette gekauft, weil ich ja gewusst habe, ich muss ja von da dahinter laufen, kann ich nicht mit kaputten Schuhen dahinter kommen. Also die haben mich sofort genommen und da war ich dann sehr lange. Und dann ist, nebendran war das Personalbüro, dann ist der Personalchef krank geworden. Haben die mich aus dem Büro nebendran geholt, muss ich das auch noch machen, nebendran. Da war Weihnachten. Also habe ich einen Chip gekriegt und einen Fahrer, musste ich auf die Sparkasse La, habe ich 97.000 Mark Geld mitbekommen mit dem Chauffeur. Also, aber vorher, das war im Januar, ich durfte erst am 1. aus, nach dem 1. ausbezahlen. Also da sind ja Leute gekommen, die auf Weihnachten unbedingt Geld braucht hätten. Ich habe ja dann in meinem Lokal so viel Eigentum, dass ich den von meinem Privatgeld vorgestreckt habe. Familienväter, wo Kinder gehabt haben, 100 Mark und dem mal 100 Mark. Ich habe es ja abziehen können beim Ausbezahlen. Und dann ist ja nachher, ist ja wieder im Januar, Ende Januar, ist ja der dann wieder gekommen, der Chef. Dann war ich ja wieder in meinem Büro drin. Ne? Wenn was war, hätten die mich dann geholt, wenn was Wichtiges war zum Übersetzen oder so. Also kurzum, es war gut, ich habe mich wohl gefühlt. Der Chef, der war sehr streng. Wenn der was gehabt hat, was ihm nicht gepasst hat, hätte er mir es halt gesagt, dann habe ich halt geguckt, was schauen Sie mich an mit so großen Augen? Ich meine ja nicht Sie, Sie müssen es weitergeben. Aber ich habe mich halt einfach immer angesprochen gefühlt. Also am schönen Tag kommt der Kapitän, noch einmal ein Sergeant und ein Chauffeur, 3 Mann in mein Büro. Madame Prophet, ich habe Prophet noch geheißen seinerzeit. Der Kommandant vom Flugplatz in La braucht eine Sekretärin. Die Wahl ist auf Sie gefallen. Wir haben überall recherchiert. Die Wahl ist auf Sie gefallen. Sie bekommen sofort 2 Mark Wegegeld. Sie bekommen 100 Mark Kindergeld. Ich habe dann schon die älteste Tochter gehabt. Sie bekommen Fremdsprachezulagen und Sie bekommen als einzige Deutsche das Essen in der Offiziersmesse. Mein Chef hätte mich nur anschauen dürfen und hätte nur sagen dürfen, ich gebe sie nicht gern her. Weil so hat mir das gefallen, weil ich war ja dominant. Ich hatte ja was zu sagen. Und da bin ich als einzige Frau im ganzen Kommandement, wo durch Sekretariat jeder Offizier, der zum Chef muss, meldet sich bei mir an. Ja, dann musste ich ja schreiben. Dann hatte ich das Telefon. Dann nebendran waren die Jagdflugzeuge, die Stuka seinerzeit. Da war ja direkt neben dem Kommandement war ein Vorbau, mit so einem Ärgerbau. Und da war die Stadtbahn, dann ist es und dann sind sie ab in die Luft. Allein nur der Krach und das alles. Und jeder, der kommt, muss sich anmelden. Oh, Madame, vous venez de quelle région? Wenn ich gesagt habe, non, je suis allemand, impossible, vous parlez français, excellent, comme une parisienne. Denn ich habe mir nie geglaubt, dass ich Deutsche bin.